Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play. Wo bin ich hier und wo muss ich hin? Da oben muss ich hin. Let's Play Breath of Fire 2. Dem für mich besten Breath of Fire auf der Welt. Oder so ähnlich. Bis ich 5 im Stream gemacht habe, hi Koi. Oder bis ich mal 3 gemacht habe. Hi Lorn, falls du es dir anguckst. Aber, ja, jetzt haben wir eine Flöte. Ich will meinen Koch im Schloss, aber die Königin mag meine Kocherei nicht mehr. Man könnte auch sagen, meine Küche, ne? Sagt man doch so. Habe ich hier eigentlich... Ich glaube, es gab eine bessere Peitsche hier für Spa. Ich habe übrigens Bau für Spa nochmal ausgetauscht, weil mir dann einfiel... Ist ja schön und gut, dass ich meine... Haha, ich nehme jetzt einfach, ne... Charakter XYZ mit. Spätestens wenn ich beim Baum bin und also falls ich jetzt zum Baum komme, ich erinnere mich nicht mehr, aber wenn ich zum Baum käme und ich habe kein Spa dabei, unpraktisch. Und ansonsten läuft Spa einfach mal eine Runde mit. Oh, das ist ein Problem. Gibt es irgendwas, was sie um ihre Krankheit heilen können, tun, machen, treiben, betreiben? Das ist ein Affe. Hallo Affe. Ich würde angereiht von diesem Schloss als einen Wächter. Also, er ist einer der Charaktere, den man rein vom Prinzip her rekrutieren könnte. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist im Gespräch, dass das rein theoretisch die Prinzessin sein könnte. Das ist ein Ort, an dem ein sehr wertvoller Schatz gelagert wird. Die normale Öffentlichkeit kann nicht rein. Ja, ich habe keinen Karren dabei, also stimmt das wohl. Vielleicht kann Spa ja einen Baum oder so klar machen oder eine Wurzel. Im Moment ist die Königin krank. Echt? Naja, zumindest ist hier keiner, also ja, kann man davon ausgehen. Dann wollen wir mal in ihre Privatsphäre eindringen und mir ihre Höschenschublade angucken gehen, nehme ich an. Vorausgesetzt, sie hat eine Schublade. Sie hat keine Schublade. Tja. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? Dann hört zu. Die Königin ist sehr, sehr übergewichtig. Sie kann sich nicht mehr bewegen. Wenn sie nicht ein bisschen Gewicht verliert, wird sie sterben. Ihr Leute, bitte rettet die Königin. Ich bin so hungrig. Mein Körper fühlt sich so schwer an. Ich hasse das zugeben zu müssen, aber only Get kann die Königin von ihrer Fettleibigkeit heilen. Wer ist Get? Der alte Mann Get wurde gefeuert, weil er ein Temperament hat. Und er hat keinen Respekt vor Frauen. Das ist halt ein Mann der alten Schule, nehme ich an. Den Gerüchten zufolge wurde er verbannt auf eine kleine Insel. Ei, Karamba. Warum kann man mir nicht einfach ein Kissen geben? Ein Königreich für ein Kissen. Also wortwörtlich, es ist ein Königreich und es gibt ein Kissen. Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie zu einer Kissenmanufaktur gehen kann, um zu sagen, ey, hör mal hier, ich brauche Kissen. Nee, es muss das Kissen sein. Natürlich muss es das. Get wurde auf eine kleine Insel verbannt, ne? Dringelding-Ding. Da ist eine kleine Insel, da ist eine kleine Insel. Ja, das eine war das Ding im Meer, das ist keine kleine Insel. Der Punkt, der tatsächlich mitten im Meer ist. Das ist ein Berg, da kletter ich jetzt garantiert nicht hoch. Kann es doch das da unten sein? Das da ganz unten ist... Ganz? Witzigerweise da ganz oben, wo was auf der Karte ist, das dürfte das auch nicht sein. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht dieser Berg. Wobei, na, wer weiß das schon so genau. Ich wüsste es, wenn ich mir einen Guide aufmachen würde, aber ich bin zu faul dafür. Nee.
Ja, das, nee, das, oder? Highland? Doch, nee, das ist ein Haus, das ist eine kleine. Ich komme aber nicht drauf, ne? Das ist das Problem. Ja, dann. Das ist Tunnan. Walhöhle, Walding, Baumgedöse-Teil, vielleicht dann tatsächlich doch da. Jetzt kommt, ich meine, nur weil er verbannt wurde, heißt das nicht, dass er ein Haus gebaut haben muss. Das ist halt so gerade mein Gedanke, ne? Dementsprechend kann das gut sein, dass da, wo ich gerade war, wo ich sagte, auf dem Berg will ich jetzt nicht, dass das trotzdem das ist, was ich suche. Das gefällt mir nicht, wohlweislich. Aber naja, gucken wir mal. Was soll schon schief gehen? Naja, außer dass ich Zeit verschwende. Meine, deine, unser aller Zeit. Bananahand. Das ist die Bananenhand. Sie überlebt zumindest genügend davon, aber kann mich auch nur in einen Zombie verwandeln. Das ist. Naja. In gewisser Weise uninteressant. Der Feuerring von Nina haut zumindest gut rein. Also wenigstens ein kleines gutes Update von meinem. Was so tollen Waffenladen. Ja, leck mich fett. Natürlich ist brauche ich es denn. Oder auch nicht. Unser Meister hat einen. Ja, perfekt. Ich brauche doch keinen Stan. Sehr gut. Unser Meister hat ein schlimmes Temperament und ist ein. Ja, Frauen. Hinterher Wackler, der ist so ein Ken, der rennt seinen Frauen hinterher. Er wurde gefeuert als der königliche Magier und hierher gesendet. Okay. Was wollt ihr? Braucht ihr mich für irgendetwas? Ich habe keine Zeit, um mir eure Geschichten anzuhören. Wenn ihr über hübsche Mädchen reden wollt, dann können wir die ganze Nacht reden. Mit anderen Worten. Wir müssen ein hübsches Mädchen vorne stehen haben. Das sagt einem das Spiel noch nicht vernünftig. Zählt zwar als Mädchen? Ich glaube nicht. Oh, wer bist denn du? Ich höre mir nur an zu sagen, was Leute angeht, die schlauer sind als ich. Das sollte doch eigentlich passen, oder? Was? Es gibt jemanden, der auf eine Diät gehen möchte, um sein Gewicht zu verlieren? Diäten sind meine Spezialität als königlicher Hofmagier. Natürlich, offensichtlich sind das dann Diäten, die Spezialität. Ich bin der Mann, der die Diätmagie perfektioniert hat. Ich bin der Beste in der Welt. Oder die magische Diät. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, aber eins von beiden ist ja egal. Und wen helfe ich dabei, Gewicht zu verlieren? Was? Der Prinzessin von Tunlan? Ist Tunnan nicht der Ort, wo diese garstige alte Frau mich gefeuert hat? Da gehe ich nicht hin. Ich werde nicht nach Tunnan gehen, aber wenn du darauf bestehst, dann könnte ich es mir vielleicht überlegen. Als Beispiel, wenn die kleinen Mädchen mich. Wenn die. Wieso? Warum dieser Zusatz? Ah, wenn die kleinen Mädchen mich küssen. Oh Gott, oh Gott. Die arme Nina, erst ein Frosch, jetzt ein alten Mann. Ah, du wirst rot, du bist so süß. Ich könnte niemals einem netten Mädchen wie dir wehtun. Es ist nicht so, dass ich es nicht könnte. Aber ich werde es nicht sofort, also keine Sorge. Damit meint er dahin kommen, bitte. Ne, nicht den Teil mit wehtun. Genug mit dem Witzen, lasst uns gehen. Wenn ihr mich dabei habt, wird selbst die fetteste Frau wieder dünn. Oh Gott. Das ist sehr schlecht gealtert, irgendwie. Oh, Mama mia. Ich meine, okay, niemand sollte so dick werden, dass er sich absolut nicht mehr bewegen kann. Davon mal ab, das ist eigentlich wirklich nicht gut. Auch wenn man sagen muss, ne, jedem das Seine und jeder seinen Körper, wie er will, aber. Uff. Ich gehe für eine Weile aus. Bitte kümmere dich um die Dinge, während ich weg bin. Lasst uns gehen. Der Magier tritt der Gruppe bei. Allerdings nicht als spielbarer Charakter. Ich muss also irgendwann mal wiederkommen mit Stan. Aber definitiv nicht jetzt.
Kann doch sein, dass Stan gerade der war, den ich abgegeben hatte zum Statuen machen. Eine Sache, die ja komplett nutzlos ist, außer dass es irgendwie putzig ist und die Begleittexte so dumm sind, dass ich es schon wieder gut finde. Aber naja, bleiben wir erstmal bei Spa. Auch wenn jetzt ein sehr witzigerweise, bis zu dem Moment, wo ich die Prinzessin, Königin, weil wenn es keine, ne, wenn keine Königin vorhanden ist, ist die Prinzessin die Königin. Bis zu dem Moment, wo ich sie gesehen hatte, wusste ich nicht mehr, worauf das gerade hinausläuft. In dem Moment, wo das anfing mit sie ist krank, da kam so langsam die Erinnerung zurück und ne, jetzt weiß ich wieder, was wir zu tun und zu lassen haben. Das gehört meiner Meinung nach mit zu den uninteressantesten Dingen, weil wir einfach nur haufenweise Zwischenkämpfe machen müssen als Aufgabe. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Darauf läuft das hinaus. Die Diätentour ist total blöde und Unsinn. Aber, naja. Dass es keine Schublade gibt, stört mich irgendwie mehr. Oh, Rio ist doch nicht zurück. Wenn sie sich beeilen, wird es zu spät sein. Warum du? Miau, Immerchen, wie geht es dir? Das verursacht Trauer in mir. Nee, ich bin bestürzt darüber. Ich bin traurig, dass ich sehen muss, dass du so gesund aussiehst wie eh und je so. Wir haben keine Zeit dafür, um so rumzureden. Wir müssen die Königin sofort behandeln. Ihr Leben ist in Gefahr. Ah, das stimmt. Wir werden einen Frieden aussprechen. Zumindest für jetzt. Bitte rette die Königin. Also Waffenstillstand. So. Lass mal sehen. Tu ihr nicht weh, du alter Mann. Du alter Idiot. Du Typi. Was sagst du da? Ich werde doch keinen Fehler zu einem Zeitpunkt wie diesen hier machen. Lass mal sehen. Ha, was ist das? Das ist Ernst. Da ist etwas Böses in ihrem Körper. Oh! Ha. Das ist ein Problem. Die Königin ist besessen von irgendetwas. Nein. Sie ist nicht besessen, ihr Körper versucht sich in etwas anderes zu verwandeln. Ach du meine Güte, ich habe Gerüchte darüber gehört, dass sich Leute in Dämonen verwandeln. Das kann doch nicht mit der Königin passieren. Das könnte sein, die Königin war schon immer engstirnig und verzogen, seit sie ein Kind war. Diese Gefühle in ihrem Herzen müssen sie angreifbar für die Dämonen gemacht haben. Aber ich, der weltberühmte Get, werde sie heilen. Um ihr zu helfen, werde ich Hilfe von ihnen benötigen. Rio, bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich kann das nicht alleine tun. Würdest du Ausrüstung besorgen, um die Königin zu retten von Maori Island? Das notwendige Equipment ist hier auf diesem Brief aufgeschrieben. Ich zähle auf dich. Oh Goddammit. Rio übernimmt den Brief. Wenn du dies meinem Assistenten zeigst, wird er dir geben, was du brauchst. Ich zähle auf dich, gell? Fein. Kommi, viel zu alt für diesen Scheiß. Gleich genervt. Also, das große Problem ist, das sage ich jetzt seit, weiß ich nicht, welchen Part haben wir, 24, ich habe es glaube ich nicht richtig geschrieben, aber eigentlich ist es glaube ich hier 24. Part 24, seit 24 Parts sage ich, ich liebe dieses Spiel. So langsam nehme ich es irgendwie zurück. Also es hat seine sehr angenehmen, interessanten Seiten, aber dieser Zwischenteil ist immer so gefüllt mit oh ja, komm, wir rennen mal wieder hin und her und den Klassiker von A nach B und ich brauche, also ich nehme immer vorsichtshalber jetzt Spa mit, Spa sag ich schon, Stan mit. Einfach aus dem Punkt heraus, dass wir bzw. ich nicht mehr sicher sind, ob ich da hochklettern muss oder nicht. Hi. Ah, eine Stadt bedeckt mit Kunst. Das wäre so großartig.
Ich hätte einfach nur. Ah, ich habe eine Inspiration. Du, ich will, dass du das Modell wirst für meine nächste Kreativität. Ja, leitet euch Spanner und aus. Ist kein Thema. Brauche ich nämlich nicht. Richtiger Geniestreich. Brauche ich nicht so weit in die Stadt reinlaufen. Kann einfach sagen, hier, nimm dir das Bübele. Wobei, trotzdem, irgendwo muss ja die Figur sein. Da haben wir Monkey. Giggling Man. Kichernde Mann. Ja. Der kichernde Mann Stan himself. Tja, ich habe nicht ein einziges. Keine einzige Statue von einer unserer Ladies, aber es kommt irgendwann noch mal. Schätze ich mal. Tja. Tja. Anyway, seine Insel ist die Insel. Nochmal. Ich würde jetzt gerne sagen, wenigstens haben wir einen Namen, aber... Keine Ahnung, hier steht ja nichts. Wenn ich hier reingehe, steht da, glaube ich, immer doch, da steht's, Mount Maori. Aber es bringt mir halt nichts, wenn sie mir sagen, hey, geh nach Maori Island, weil ich habe keine Namenseinblendung namentlich für Berge und so. Was machst du denn jetzt da gerade? Taekwondo? Kung Fu? Boah! Wie lange seid ihr schon da? Was? Es war ein bisschen langweilig, also habe ich ein bisschen geübt, dass du da sagen oder rumgealbert da, ja. Was kann ich für euch heute tun? Oh, was haltet ihr da? Einen Brief? Ah, es ist ein Brief vom Meister. Lass mal sehen. Das ist ernst. Ich verstehe. Bitte hört genau zu, was ich euch jetzt sagen werde. Als erstes müsst ihr auf die Spitze des Berges gehen und ein paar Pilze besorgen. Die nutzbaren sind... Ja, oh Gott. Pilze, die genau so aussehen. Das sind viele Pilze, die man nicht benutzen kann, also seid vorsichtig. Mal gucken, ob ich mir das gut genug merken kann. Werft jetzt euer Kommentar in, naja, die Kommentarabteilung. Und sagt mir, ob ihr denkt, oh wow, ob ich den richtigen Pilz erwischen werde oder eben halt auch nicht. Ich tippe ja mal einfach erst rein auf Nein. Was haben wir denn hier so Schönes? Knochen. Die guten alten Knochen. In einem Berg mit Dämonen da drin. Also quasi das Übliche, nur doch anders. Hm. 77 ist gar nicht verkehrt, ich hätte jetzt gedacht... Der Schaden würde geringer ausfallen, tatsächlich. Einschläfern ist auch doof. Aber nicht ganz so schlimm. Und Gengar ist zumindest so langsam, dass Nina mit dem Taifun immer schön nachlegen kann. Ja. Ich meine, hat sich Cat ihr Katzennickerchen auch verdient. Das ist in Ordnung. Habe ich die gerade gekauft oder was da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, ich wurde gerade über den Tisch gezogen von mir selber. In gewisser Weise. Von daher reden wir einfach nicht mehr drüber. Tun so, als wäre das nie passiert, dieses Item besitzt. Ich gerade einfach nicht. Es ist nicht in meinem Inventar zu finden. Schockierend. Und dabei ist die Schatztruhe offen. Naja, entweder das oder ich habe halt keinen Spa dabei, weswegen das das irgendwie schon wieder so ein bisschen ärgerlich macht, in gewisser Weise. Einmal die Hand, einmal die Hand, einmal die Hand, mit Typhoon, fertig. Jetzt gucken wir uns das Spektakel an. Oder auch nicht, was ich immer mache, wie gesagt, ne, Augen zu. Darauf warten, dass es vorbei ist. Das war immer dein Special, was getötet hat. Das ist eine gute Sache. Das ist das Schöne an dem Spiel, man kann nach Soundeffekten gehen. Also, solange man nicht versucht, blind zu navigieren, weil es gibt zumindest nicht, dass ich wüsste, einen Soundeffekt für gegen die Wand rennen. In manchen Spielen hat man sowas. Oder man slidet automatisch eine Wand entlang. Das gibt es auch in vielen Spielen. Aber hier beides Fehlanzeige. Insofern unpraktisch.
gerade sagen, Nina müsste eigentlich zuerst dran kommen. Dann fiel mir ein, nein, im letzten Kampf haben schon die Baumstämme zuerst agiert. Der Stein hatte nicht vor Nina agiert, so war das. So wird da ein Schuh draus, sozusagen. Aber egal. So, wo komme ich jetzt raus? Ich meine, der Vorteil ist natürlich trotzdem, ich kann gleich, wenn wir oben sein sollten, irgendwann mal in diesem Jahrhundert, kann ich das Ganze... Jetzt fängt das schon wieder an. Das Ganze per Safe State natürlich machen. Und ne, einfach einsammeln und wenn er doof ist, dann wieder wegpacken. Ist nicht das Problem. Naja. Flamesword, Button durch, langer Rapier, alles uninteressant. Nichtsdestotrotz zählt das, was ihr in den Kommentaren geschrieben habt. Aber wenn ihr schreibt, ja, kriegst du beim ersten Mal hin, dann zählt das. Sagt ihr nö, dann zählt das trotzdem nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bettel schon förmlich im Kommentarraum manchmal, ist ja furchtbar. Sollte damit aufhören. Punkt ist jedenfalls, dass man genauso gut einen Medit nehmen könnte, so wie die teilweise aussehen. Das sieht für mich fast genauso aus. Ist natürlich auch sehr gemein, dass sie halt sagen, hier, guck mal, das ist der Pilz, den du brauchst. So, und jetzt geh durch einen Dungeon durch, mit Zufallskämpfen und tralala und Yukuhun sowieso. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass man bis dahin vergisst, welchen Pilz man eigentlich sammeln muss. Sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und da ich das früher auf dem GBA gespielt habe, wo ich zwar immer noch das Gefühl habe, das Spiel war einfach auf dem GBA, aber hey, was weiß ich schon darüber. Da muss ich es ja auch gemacht haben zumindest, ohne Zwischenspeicher. Ich muss Sachen wegwerfen. Das geht so nicht. Und dann sollte ich irgendwann mal anfangen, Sachen zu verkaufen. Böse Worte hier, ganz, ganz böse Worte, aber schlussendlich nur mal sinnvoll. Alles uninteressant, ey. Nee. Also ich weiß manchmal wirklich nicht, was hier so gefühlt das richtige Level etc. sein sollte. Ich habe immer das Gefühl, ich habe zu krasse Sachen teilweise, als ich ausrüstungstechnisch vom Spiel gewollt haben müsste. Aber hätte ich das nicht, würden die Kämpfe noch so viel länger dauern und das bei relativ langen Zwischenkämpfen. Ist ja auch irgendwie, sagen wir mal, zumindest eine sehr verquere Sache irgendwie. Also will mir nicht so richtig gefallen, das, was die mir als Ausrüstung anbieten, versus wie ich es im besten Fall haben sollte, gefühlt. Muss ich oben lang oder unten lang? Tja, wer weiß. Ah, nein. Ist da noch was? Irgendwie ein Schatz, noch ein Gang. Ah, mein Bruder. Ich darf verlauten lassen, dass ich den Berg nicht mag. Auf diesem Berg sind zu viele Wege. Und das ist so ein bisschen wie zu viele Wege führen nach Rom. Oder gut, eigentlich heißt der Spruch, ne? Zu viele Küche verderben den Brei. Ich kann zumindest sagen, ich habe nicht unbedingt eine große Intention, jetzt mir in diesem gesamten Dungeon alle Schätze rauszusuchen. Weil ich voll bin. Und das Gefühl habe, dass es sich nicht lohnt. Aber anyway. Gucken wir mal. Ich habe ja auch das Gefühl, dass Smoke einfach nicht funktioniert. Ne? Sonst würde ich wahrscheinlich ein bisschen hier und da die Nebelmaschine rausholen. Und damit hätte sich das dann. Aber naja. Das sind übrigens nicht die Zwischenkämpfe, von denen ich geredet habe, als wir im Schloss waren. Weil ich den Teil wiederum komplett verdrängt hatte und mich am liebsten immer noch nicht dran erinnern würde, dass ich gerade, ich sag mal vorsichtig, komplett sinnlos einen Berg hochkraxle, um alle Nasen lang einen Zufallskampf zu haben, um
Pilze zu besorgen. Aber okay, wir urteilen hier nicht. Das hier ist ein Kanal, auf dem wir nicht urteilen. Also über andere Mitmenschen. Über Videospiellogik und solche Probleme natürlich urteilen wir da. Zweimal den. Ich glaube, das ist. Komm ich darüber? Kann ich darüber? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, werdet gleich sehen, was ich meine. Ich bin gerade leicht verwirrt über das, was ich da sehe. Mach weg hier. Ich hätte gesagt. Obwohl, den Pilz gibt es auch zweimal. Da ich nicht rüberkomme, bin ich mir davon überzeugt, dass das der Pilz ist. Stan hält den Pilz, Stan nimmt den schnell zum Assistenten mit. Das ist richtig, das ist der Pilz. Dann werde ich euch dieses Equipment hier geben. Das Equipment ist in der Schatztruhe. Ich bin sicher, der Meister wird euch zeigen, wie man das Equipment benutzt. Bitte nehmt es mit. Bitte kümmert euch darum, Entschuldigung. Wenn die Dinge gut laufen, wird dem Meister vergeben. Wir können wieder ins das Land zurückkehren. Bitte gebt euer Bestes, auch für meine Wenigkeit. Und so erhalten wir einen Spiegel. Okay. Aber, jetzt fragen sich natürlich alle, also keiner. Du vor dem Rechner allerdings schon. Was passiert, wenn wir den falschen Pilz mitnehmen? Stan hält den Pilz. Stan geht schnell wieder zurück zum Assistenten. Das ist nicht der Pilz. Das ist nicht der richtige Pilz, nein. Mit anderen Worten, man muss nochmal den gesamten Dungeon. Da habe ich gerade zwei gespeichert. Habe ich gar nicht gespeichert. Wahrscheinlich habe ich wieder gar nicht gespeichert. Kann das sein? Doch, habe ich. dann muss man halt den gesamten Dungeon nochmal von vorne spielen. Und seien wir mal ehrlich, wer will das schon? Ich jedenfalls nicht. Anyway. Das lasse ich mal für heute so stehen. Beim nächsten Mal kommt dann das, was ich angesprochen habe, die Zufallskämpfe bei der Königin. Ich würde jetzt sagen, ich bereue das Spiel zu machen gerade. Ich habe schon in gewisser Weise meinen Spaß drin, aber es ist anstrengend mit dem ganzen Hin und Her und dann wieder hin und her und noch ein bisschen hin und her. Naja, aber so ist das eben. Ich will mir jetzt angucken, ob es eine neue Statue gibt. Ich nehme euch dabei natürlich mit, aber gucken wir mal, ob es schon eine Spar-Statue gibt, nachdem wir jetzt den nächsten Dungeon in der Tasche haben. Rein theoretisch zeitlich müsste es ungefähr hinkommen. Es hieß ungefähr immer eine Viertelstunde Ingame-Spielzeit. Und da haben wir sie schon tatsächlich. Ein Gemüse. Ja. Ein Gemüse. Hier, nimm Cat. Viel Spaß. Ich habe eine Inspiration. Ja, das ist... Also eigentlich nein, aber... Ich, lass das mal dabei laufen. Und denke mal... werde dann demnächst meine... Cat wieder dabei haben. Was wir noch machen könnten... Ich weiß allerdings nicht, ob das einen Sinn hat. Übrigens muss ich ja sagen, kleines Problem natürlich dadurch, dass jetzt da Figuren stehen, ist, dass das so gesehen ein Feld weniger, auf dem ich einfach laufen kann. Ups. Genau das, was ich machen wollte. In den Brunnen rein und wieder raus. Ich wollte nur zeigen, dass sie hier halt rumrennt tatsächlich. Murmel. Gibt es keine Möglichkeit zu fliegen, wie der große Vogel von Windia? Foreshadowing maybe? Wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Auch beim nächsten Mal wird Rio mit seiner Crew versuchen, die Dunkelheit aufzuhalten. Aber wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, abonniert meinen Kanal, um bloß kein Video zu verpassen und bitte kommentiert das Video. Bis zum nächsten Mal.